Möchten Sie eine neue Klasse zu Ihrer Medienverwaltung hinzufügen? Klicken Sie auf Medienverwaltung und anschließend auf Schüler und Klassen verwalten. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf den roten Button Neue Klasse anlegen. Geben Sie hier den Klassennamen Ihrer Klasse ein. Sie können jeden beliebigen Namen eintragen. Eine Jahrgangsstufe kann, muss aber nicht eingetragen werden. Klicken Sie nun auf Klasse hinzufügen. Sie haben Ihre Klasse nun angelegt. Um der neuen Klasse Schüler hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben der Klasse auf das Symbol Schüler hinzufügen. In dem neuen Fenster Schüler hinzufügen können Sie Ihrer Klasse beliebig viele Schüler gleichzeitig hinzufügen. Geben Sie pro Zeile einen Schülernamen ein und trennen Sie Vor- und Nachnamen durch ein Komma. Sie haben auch die Möglichkeit, hier gleich Ihre ganze Klassenliste hineinzukopieren. Wichtig, Sie müssen darauf achten, dass Vor- und Nachname durch ein Komma getrennt sind. Klicken Sie nun auf Schüler hinzufügen. Sie haben Ihrer Klasse nun insgesamt 4 Schüler hinzugefügt. Die neue Anzahl an Schülern taucht in dieser Spalte Anzahl Schüler auf. Über den Button Klasse bearbeiten können Sie Ihre Klasse auch umbenennen. Beispielsweise können Sie hier die Eulenklasse 2 in Eulenklasse 3 umbenennen. Über den Button Klasse speichern wird der neue Name nun gespeichert. Das ist besonders relevant am Ende von einem Schuljahr, wenn eine gesamte Klasse eine neue Klassenstufe erreicht.